Heute zeige ich dir mal meine Motorradheimat. Das Weserbergland. Da ich hier wirklich schon einige Kilometer gefahren bin, darf ich dir mal eine geniale Route mit allen Highlights in dieser schönen Gegend präsentieren. Geografisch befindet sich das Weserbergland zwischen Porta Westfalica im Norden und Hannover-Schmünden im Süden, beidseitig der Weser. Diese Region zieht auch viele Motorradfahrer an, denn im Norden Deutschlands findet man keinen höher gelegenen Punkt mehr. In diesem Video geht es darum, die wirklich schönen Landschaften, die geschichtsträchtigen Orte mit großen Persönlichkeiten, mittels kurviger Straßen miteinander zu verbinden. Dann habe ich noch mit ein paar Leuten aus dieser Region gesprochen, die das Thema Motorrad wirklich leben. Oder davon leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen solltest du jetzt gut aufpassen, damit du diese Gegend auch mal befahren kannst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht, habe ich heute mal keine Koffer dran, denn wir sind hier heute in meinem Wohnzimmer, das Weserbergland, meine Motorradheimat. Heute in diesem Video werden wir auch mal wieder vom Kaiser begrüßt, denn wir sind hier in Porta Westfalica, ganz im Norden vom Weserbergland. Hier ist quasi die Einflugsschneise. Nördlich ist nur noch die nördliche Flachebene. Heute zeige ich mal, was hier im Weserbergland so abgeht. Also zuerst fuhren wir über die Bernser Landwehr, eine ehemalige Bergrennstrecke, die zwischenzeitlich auch mal für Motorräder gesperrt war, aber mittlerweile wieder frei ist. Hier an der Schaumburg mit wunderschönem Blick auf die Weser. Da hinten ist sie. Und viele haben das Weserbergland ja gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ne? Aber dafür bin ich ja da, um euch die schönen Orte hier zu zeigen. Und unter anderem gibt es hier auch ein Gefängnis. Das ist für all die, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Und als nächstes geht es weiter in Richtung Rinteln und Bennekamp. Sind wir hier in Wennekamp an der Riesenbank. Ist auch ein sehr beliebter Treffpunkt, sag ich mal. Hier ist immer gut was los, immer gut besucht. Sehr schöne Kurven natürlich, macht richtig Bock. Aber tut mir und anderen Bikern einen Gefallen, wenn ihr hier hinfahrt, nehmt im Ort Rücksicht auf die Anwohner. Also wir wollen hier auch noch in Zukunft weiterhin Moped fahren. Der Fahrspaß ging also weiter. Und in der Ferne kann man auch schon den Köterberg erkennen. Aber dazu kommen wir später. Nachdem wir anderen beim Sportmachen zugeschaut haben und schon einige Meter gefahren sind, mussten wir uns auch erstmal stärken. So, jetzt sind wir hier beim Motorradcafé Die Kurve.
komme ganz gern hierher, um mir was zu, eine Kleinigkeit zu futtern, meine Bratwurst, ein Stück Kuchen oder so. Es liegt auch immer schön auf der Route. Und man kann hier mal schnell was absnacken. Hallo. Hallo, ich bin Doro, das ist mein Mann Radek. Wir haben Motorrad Café Die Kurve, das ist schöne Motorradtreff. Viele, viele Kurve. Du bist herzlich willkommen hier. Wir haben leckere Essen, Kuchen und lecker Kaffee. Heute habe ich auch wieder den Hermi dabei. Und Hermi ist ja auch schon öfters unterwegs gewesen und weiß natürlich ganz genau, wo hier die Highlights sind. Was sind denn deine persönlichen Highlights? Das Weserbergland, das ist ja bei uns hier vor der Tür. Und was mich daran fasziniert, sind die vielen kleinen, schnörkeligen Kurven, große, schnellere Kurven, viele Highlights, Motorradtreffpunkte, dann die Weser auf und ab. Man kann schön an der Weser langfahren, aber wir schon was zu gucken. Und es ist natürlich nicht so viel los im Weserbergland. Man kann dort zügig fahren. Rasen tun wir ja nicht, man kann zügig fahren, ohne dass man, naja, die Rennleitung, man kennt das ja. Und wenn man hier mal der Rennleitung begegnet, dann auch nur, weil sie dafür sorgen, dass die Straße wieder gereinigt wird. Ein Bauer hat hier was verloren und so wird die Straße im Nu geputzt. Was uns dazu bringt, in der Wartezeit mit zwei Holländern ins Gespräch zu kommen. Sie erzählten uns, dass sie hier eine Woche Motorradurlaub machen. Für die Holländer ist das hier wie im Hochgebirge. Die schönsten Strecken sind auf jeden Fall allen voran Rühler Schweiz ist bekannt. Es geht durch Rühle durch. Schweiz, den Namen hat so gekriegt, weil es kurventechnisch wie in der Schweiz ist. Kurvenfahren ist ja für uns das, was den Fahrspaß beim Motorradfahren ausmacht. Also fuhren wir über die Rühler Schweiz und haben festgestellt, da sitzt ja jemand in der Kurve. Wir sind jetzt hier in der Rühler Schweiz, in der obersten Kehre, und da haben wir gesehen, da sitzt jemand in der Kehre. Wer ist denn das? Hallo, guten Tag, mein Name ist Micha. Ich mache Fotos von Motorradfahrern in der Kurve. Ja, und die kann man dann später bei dir erwerben, oder wie ist das? Genau, inzwischen ist das so, dass die Leute mich tatsächlich anschreiben, dass ich schon ein bisschen bekannter bin, und dann kriege ich E-Mails. Hast du heute da und da gestanden, und wir würden das Foto gerne haben. Ja. Und dann stellen die online. Was sind so deine Punkte, wo du immer Fotos machst? Ist das jetzt so hier in der Rühler Schweiz oder hast du auch noch andere Spots? Nee, also ich stehe schon auch hier in der Rühler Schweiz häufig, weil das Licht hier gut ist und weil die Straße einfach schön ist. Aber ich stehe auch im Wennenkamp an der Riesenbank, Burg Sternberg, Diekolzen und in der Ottensteiner Höhe. Alles klar. Ja, da kommen wir heute auch noch vorbei. Und in diesem Sinne, weiter geht's. Außerdem gibt es hier auch viele Burgen und Schlösser, wie zum Beispiel hier die schöne Hemelschenburg, wurde im Zeitalter der Weserrenaissance gebaut. Und hier gibt es natürlich auch noch zum Beispiel Märchenschloss wie die Marienburg, auch sehr, sehr schön.
wo sich die Weser durch wohlige Hügel schlängelt, gibt es nicht nur märchenhafte Schlösser, sondern auch wunderschöne Motorradstrecken. In diesem Sinne. Jetzt kommen wir gleich zu einer meiner Lieblingsstrecken, die Kurvenstrecke in Bury, auch super Asphalt. Deswegen gehen wir heute mal ausnahmsweise in den Dynamic-Modus. Schau mal, fahre ich sonst nie. Heute probieren wir es mal aus. So, Abfahrt. Ja. Geile Strecke, du. Boah. So, nächste schöne Strecke. Grünen Plan beim Roten Fuchs. Halten auch immer mal wieder an, um uns zu stärken. Und man muss es sich auch gut gehen lassen, gell? Anschließend fahren wir dann durch den Solling, wo ein paar schnellere Passagen sind, also schnellere Kurven, bis wir dann an der Weser rauskommen, weiter im Süden. Dort kann man mal wieder ein bisschen runterkommen, auf die Weser gucken, bisschen entspannen, bis wir in Hannover-Schmünden ankommen. So, wir sind jetzt hier am Weserstein, wo die Fulda und die Werra zusammenkommen. Hier mündet quasi die Weser. Von hier aus fahren wir jetzt weiter Richtung Norden. Doch der Umweg zum Weserstein lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich. Dort ist es ziemlich voll und so spektakulär ist es auch nicht. Ich würde empfehlen, mit der Fähre in Hemeln überzusetzen. Das könnte man auch mit einer schönen Pause im Biergarten kombinieren. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir fahren heute über den Tett-Weser-Bergland. Wunderschön, wunderschön. Die Hannover-Schmündische Grenzkammstraße. Ja, das kommt davon, wenn man nach TomTom-Navi fährt. Aber es ist schön. Damit man auch keine schöne Strecke übersieht, muss man auch alle möglichen Wege mal gefahren sein. Gar nichts mehr. Und schließlich kommen wir auch irgendwann wieder auf Asphalt raus. Sehe ich da schon wieder Asphalt? Ja, guck. Da muss man fahren hier. Und fahren weiter zum Weser Skywalk in Bad Karlshafen. Dieser bringt einen kleinen Fußmarsch mit sich, der einen aber nicht umbringt und sich wirklich lohnt. Hier oben links im Bild ist der Skywalk zu sehen, um sich mal ein Bild von den Dimensionen zu machen. An diesem schönen Aussichtspunkt angekommen, schauen wir ein bisschen in die Ferne, der Weser entlang und philosophieren ein bisschen über alte Zeiten. So lange kennen wir uns noch gar nicht. Weißt du noch, wo wir uns kennen? Jo, durch deinen Nachbarn. Der hat dich einfach mal angeschlürt. Haben wir mal ein paar Runden gedreht und gemerkt, gleiche Wellenlänge, gleiche Interessen, den gleichen bekloppten, verbogenen Nagel im Kopf, was Moppelfahren angeht. Und ja, genau. So leben wir unser Hobby einfach raus. Und kein Streit, kein Zoff, eine Wellenlänge passt. Was ich damit sagen will, Motorradfahren verbindet einfach. Da spielt das Alter keine Rolle. Wenn du das gleiche Hobby hast, die gleiche Leidenschaft, dann passt es. Ja, und wo wir schon mal bei dem Thema verbogenem Nagel im Kopf sind. Hallo erstmal. Hier. Sven Vogelsang mein Name. Ich bin der Inhaber und auch der Betreiber der kostenfreien Community Motorradfreunde Weserbergland. Also das ist ja nicht einfach nur eine Facebook-Gruppe, wo man sich einfach nur trifft. Darüber hinaus
bietet ihr noch einen besonderen Service an, sag ich mal, ne? Dort bieten wir kostenfreie Touren an, Workshops an, aber auch Feierlichkeiten, alles, was da so mit reinfällt. Und wo wir auch in der Tourismusbranche unterwegs sind, als ausgebildete, zertifizierte Tourguides. Wir bieten dort Reisen an, ich biete dort Fahrsicherheitstrainings an, natürlich auch Veranstaltungen, die dann etwas höhergreifend sind, wo auch ein gewisser Kostenpunkt mit ins Spiel kommt. Und das Ganze gibt ein schönes, rundes Bild. Und wenn man sich mal unser Weserbergland hier betrachtet, es ist einfach ein Paradies zum Motorradfahren. Es gibt Kurven ohne Ende, es gibt Highlights ohne Ende. Highlight wäre zum Beispiel die Sachsenklause. Der Köterberg. Der Köterberg ist hier der höchste Punkt, ja nicht im Weserbergland will ich jetzt mal sagen, sondern im Kreis Höxter. Ja. Und dort ist jeden Sonntag ab mittags ist dort das große Motorradtreffen. Da kommen also sehr viele Motorradfahrer hin, treffen sich dort, Benzingespräche, trinken Kaffee dazu oder auch Kaltgetränk, wie auch immer, und genießen einfach ein bisschen die Zeit. Ja. Also da ist wirklich am Sonntag ist da der Bär los. Mhm. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil es der höchste Punkt im Kreis Höxter ist mit 495 Meter über Null. Genau. Und da treffen sich dann halt die Leute. Ja, der wird ja auch in Fachkreisen Monte Wauwau genannt, aber der Name hat eigentlich... Also Keuteberg, Keuteberg heißt der richtig, kommt auch aus der alten Geschichte. Wegen Grenzberg und... Völlig richtig, ja. Genau. Daraus wurde dann irgendwann mal der Köterberg. Ne? Ja, jetzt sind wir hier am Köterberg. Eins oder das Highlight vom Weserbergland. Einer meiner Lieblingsspots hier. Hier fahre ich auch regelmäßig hin. Und ja, die Aussicht sagt eigentlich schon alles, ne? Bei wolkenfreiem Himmel kann man sogar den Köterberg vom Harz aus sehen. Ganz oben auf dem Brocken. Sogar das 34 Kilometer Luftlinie entfernte Hermannsdenkmal ist zu erkennen. Das Köterberghaus wurde 1929 gebaut. Und links daneben gibt es einen Automaten, wo man sich eine 5-Cent-Münze prägen lassen kann. Außerdem gibt es hier auch noch das sogenannte Kino, wo man sich den Sonnenuntergang anschauen kann. Macht sich auch gut bei einem Date mit einer Frau. Und ja, wo wir schon beim Thema Frauen sind. Bei YouTube gibt es auch so eine Statistik, da kannst du dir anschauen, welches Geschlecht so deine Videos guckt. Und 96% meiner Zuschauer sind Männer. Ach, guck. Ja, da müssen wir, glaube ich, irgendwas machen. Da müssen wir dran arbeiten, Es gibt ja auch speziell Touren für Frauen, also was sie anbietet. Du bist ja auch Tourguide und machst speziell Touren für Frauen, richtig? Richtig. Wird auch super angenommen und die Frauen sind begeistert. Es gibt viele Frauen, die tatsächlich ohne Männer fahren wollen, weil die dann entspannter sind, die haben mehr Spaß, die können sich ihre Probleme darstellen. Die sagen, sie kommen auf mich zu und sagen, hier, ich bin nicht so kurvenreich unterwegs oder ich bin ein bisschen langsam unterwegs. Dann gebe ich auch Tipps und dann fahren die hinter mir her und dann mache ich denen das auch vor und die sind wirklich super dankbar und das wird super angenommen. Ganz in der Nähe vom Köterberg ist auch der Schiedersee. Er dient als Hochwasserschutz der Stadt Lückte und setzt auch touristische Anreize. Wenn man dort weiterfährt, kommt man auch durch Bad Pyrmont und fährt über den Griesheimer Berg. Auch eine coole Strecke mit ein paar Kurven kann man immer mit einbauen. Ja, es gibt unzählige weitere tolle Strecken hier in der Umgebung, zum Beispiel die Triple S-Kurven oder der Jakobsberg, die nette Kurvenstrecke bei Altenbeken. Und wenn man dann noch etwas Kultur in seine Tour mit einbauen möchte, dann kann man natürlich auch bei den Exansteinen vorbeifahren. Die gehören zwar schon zum Teutoburger Wald, aber das macht ja nichts. Wenn man schon mal hier ist, dann kann man das natürlich alles mitnehmen. So wie das Hermannsdenkmal. Für mich ist es auf jeden Fall ein Stopp wert. Und man kann natürlich nicht alles an einem Tag abfahren. Also wenn man nur die reine Strecke abfährt, braucht man schon 2 Tage. Wenn man sich dann noch was anschauen will, dann sind es sogar 3 oder 4 Tage. Die Routendatei, die du von mir bekommen kannst, umfasst das alles und das sind ca. 630 Kilometer und 12,5 Stunden Fahrzeit. Und damit die GS auch immer topfit ist für solche Touren, gebe ich sie natürlich nur in gute Hände und denen ich auch vertraue. Ja, ich bin Dominik Schmidt, bin der Inhaber der Firma Speed Factory hier in Löder Industriegebiet auf der Fallscheide. Haben hier eine Motorradwerkstatt und machen
jegliche, alle Reparaturen aller Art, Service, Reifenwechsel, außer Harley-Davidson-Bügel, das machen wir nicht. Mhm. Alles, was mit metrischen Schlüsseln geschraubt werden kann, das kann man hier machen. Genau, das kann man hier machen, ja. Ja, aber du hattest noch nicht immer eine eigene Werkstatt, sag ich mal, du warst auch mal früher im Rennsport aktiv. Bei Motorrad Weihe gelernt in Gohfeld und dann war ich auch mal mit Yamaha Deutschland unterwegs in der Supersport-WM, Superstock, E-Europameisterschaft mit Kean Sufuglu, Jörg Teucher, Christian Kellner und ja, war da als Chassismechaniker und angestellt. Also weltweit sogar? Ja, ja, weltweit. Also überall, Spanien, Frankreich, Australien, Afrika. Wo. Okay, und ja, wie ist das dann so? Spannend, interessant auf jeden Fall. Sehr viel Spaß gehabt, aber wie gesagt, man ist natürlich auch nur unterwegs, sind ja einige Rennen und wie gesagt, dann man sitzt viel im LKW, das ganze Equipment von Rennstrecke zu Rennstrecke fahren, muss die Box aufgebaut werden, die Motorräder vorbereitet werden. Wenn die Jungs stürzen, ich sag mal nachmittags, samstags nachmittags, kurz vor Schluss, dann muss man zusehen, dass das Motorrad morgens wieder um 7 Uhr zum Warm-up fertig ist. Kann sein, dass die ganze Nacht durchgeschraubt werden muss, aber im Großen und Ganzen schon war eine tolle Zeit. Aber wie gesagt, wenn man dann irgendwann auch Familie hat und sowas, wie gesagt, man ist eigentlich nur weg. Mhm, aber ja, schon interessant. Und man lernt viele Leute kennen. Ja, cool. Und selber fährst du ja auch noch Moped, ne? Was machst du da so? Ja, ja, früher bin ich auch selber viel, also schon in jungen Jahren Motocross gefahren. Bin ich auch einige Jahre auf der Straße gefahren, Supermoto. Jetzt aber seit einigen Jahren schon wieder zurück beim Motocross, weil mein Junge auch Motocross-Rennen fährt. Und das ist halt auch relativ, ich sag mal, nicht ganz so aufwendig, die Straßenrennen und nicht ganz so kostenintensiv. Sonst, mein Bruder ist damals auch IDM gefahren, der ist noch mehr, der ist nur Straßenrennen gefahren, Europameisterschaft oder Triumph-Ski-Triple Cup hat er mal gewonnen. Ja, und so machen wir schon unser Leben lang halt mit Motorrädern. Ne? Ja, coole Sache. Schau doch mal. Ist das nicht herrlich hier? Ist das nicht wunderschön? Wir haben ja die Serie gestartet, welche ist die schönste Motorradregion in Deutschland? Nur muss es immer das Schönste sein? Beim Motorradfahren geht es ja auch darum, neue Orte zu entdecken. Nicht immer die gleichen Strecken zu fahren. Und wenn du hier noch nicht gewesen bist im Weserbergland, dann kann ich dir das definitiv empfehlen. Und du siehst, die Windräder drehen sich. Und wenn du willst, dass deine Räder sich auch mal wieder drehen, hier durchs Weserbergland, dann kannst du von mir die Routendatei dafür bekommen. Schau mal in die Videobeschreibung, da ist es erklärt. Aber alles in allem bin ich schon sehr froh und stolz, dass ich dir hier meine Region mal zeigen konnte. Hier sind mit Sicherheit einige Highlights, die dich auch begeistern werden. Hier sind kurvige Straßen, schöne Orte, schöne Aussichten. Hier ist von allem etwas. Also wirst du es sicherlich nicht bereuen, mal hierher zu kommen. Und in diesem Sinne, tschüss und bis bald.